So Jungs, jetzt seid ihr dran auf Deutsch. Hobau Hyper VS2. Das ist nicht die RTR-Version. Ich wollte mein eigenes Ding reinpocken. Fakt ist, die RTR-Version hat guten Servo, guten Sender, guten Empfänger, guten Regler. Der Motor, der mich bis jetzt bei Hobau immer ein bisschen krümmte bei den RTR, ist besser geworden. Ist immer noch ein Sopas-Motor, aber ist besser. Ich habe es gemerkt, nicht auf dem, weil ich ja hier den Motor nicht habe, sondern auf dem Serpent Truggy ist derselbe Motor drauf und Mann, der läuft viel, viel besser als früher. Also, wenn du ihn RTR willst, schnapp ihn dir RTR. Preisunterschied zwischen 4 und 6S ist nicht so groß. Ich würde sagen, schnapp den 6S, weil es ist derselbe Motor, einfach nur der andere Regler. Und fahr ihn nur 4S, wenn du willst, aber somit kannst du 6S reinpumpen, wenn du es brauchst. Also wir haben hier den Roller. Ich habe einen 68er Motor noch reingemacht, mit 6 Pol aber, 2400 kV, 15er Ritzel, 4S, ganz kleiner Regler, damit das Ding nicht so schwer wird. Wir haben mit Batterie, wir haben trotzdem eine schwere Gensace 670 Gramm Batterie reingemacht mit 7700 und 15,2 Volt. Laufzeit halb Stunde, Topspeed ungefähr 75. Herrlich. Ich habe wirklich Spaß gehabt mit dem Ding. Es war 0 Grad, zwischen minus 2 und 2 Grad. 4 Stunden war das Ding draußen in der Eiskälte. Und nix ist gestorben. Die Karo ist nicht explodiert, trotz der Kälte. Wir hatten einen Hobbytech dabei, da ist die Karo explodiert. Beim Hobbytech ist ein Frontquerlenker explodiert, beim Hobbytech ist ein hintere Radnabe explodiert. Kann man ihm nicht böse sein. Bei 0 Grad kann man kein Plastikauto böse sein, wenn was knallt. Aber da sieht man den Unterschied. Der habe ich härter gefahren, ist auf die Nase geflogen, etliche Mal auf die Seiten überrollt, überrumpelt. Nix, null. Es ist nicht mal irgendwas oval geworden oder hat sich irgendwas ausgeschüttelt. Was uns passiert ist, ist, dass hier unten drunter haben wir eine spezielle Mutter da drin. Die hat sich gelöst, die ist rausgefallen. Also wieso ist es jetzt schon repariert? Ich habe natürlich sowas nicht lager, das finde ich ein bisschen doof. Ich habe eine Büchse reingemacht und eine Kontermutter. Das war's. Ist repariert, funktioniert genau gleich gut. Herrlich. Das Chassis flext ein bisschen Mitte und so rum, aber stört ihn überhaupt nicht. Und trotzdem haben wir immer noch runde, also schön drehende Mittelwellen. Was bei Coralli nicht der Fall war. Ich hoffe, dass Coralli bald, sie haben jetzt mal neue Radnabe vorne gemacht bei Coralli. Die sind mal besser. Ich hoffe, dass die bald einen V3 machen mit irgendwas muss Coralli am Antrieb machen mit den Stahlen von den Wellen. Bei Hobau mal abgucken. Mal ein Hobau kaufen und das Ding mal irgendwie nachmachen. Ist natürlich lieb. Ist lieb, ist nicht böse. Ich habe nicht die Originalreifen gefahren. Die haben wir getestet hier. Natürlich wissen wir, wie die laufen. Die sind im Gras. Ich fahre am liebsten im Rasen. Und am liebsten nicht im trockenen, sondern leicht feuchten Rasen. Dass der Grund schön schwer ist. Das Auto ist nach 4 Stunden Fahren nicht grausam. Und der Boden ist sanft. Wir haben natürlich viel Grip. Und ich habe die Starpins gefahren. Herrlich. Ein Cross-Buggy, wie ich es mag. Das reißt das Zeugs davon. Ist schön zum Ansehen. Natürlich in der Kurve hast du ein bisschen... Es ist ein bisschen schwieriger in der Kurven. Kippt schneller um als mit so Reifen. Aber ich hab's lieber. Wir haben ihn lackiert wie der alte Hyperstar. Weil da sind die Querlenker vom Hyperstar oben dieselben. Die unteren haben nur 5 mm Unterschied. Hier. Das Teil ist mehr als am Hyperstar, hier der kleine Dreieck und die Distanz mehr, 5 bis 6 mm mehr. Sonst ist alles vom Hyperstar. Die Drahtnamen wurden vereinfacht gegenüber Hyperstar. Die waren also wirklich extrem gebaut, plus noch zwei nicht Riesenschrauben, sondern Deckel mit einem Einstellmutter. Die du von vorne mit so einem kleinen Schraubenzieher kannst du hier die Teller an die Kugel pressen, damit du den Spiel anstellen kannst. Das wurde hier vereinfacht. Ich hatte Angst, es knallt. Hat es aber nicht.
Im schlimmsten Fall kannst du ja die montieren, die kannst du immer noch kaufen. Und hier montieren, wenn du besser willst als das, ist ein klein bisschen schwerer wegen der Einstellungen des Zeugs, aber macht ja nicht so viel aus. Riesenunterschied zwischen den zwei ist Gewichtsverteilung. Der Hyperstar ist Hyper 9, Hyper 8 SC, der für mich beste und schönste in der Montage ist. Servo, Empfänger, Regler, vier Schrauben, ist das doch draußen. Das war's. Motor hätte ein Slide verdient, weil natürlich die Schrauben hier sind, kommst du ein bisschen weniger schnell ran. Du hast schnell Zugang zum Center-Diff, leider immer noch nicht zu den Front- und Heck-Diffs. Aber das ist das Schöne bei Hobau gegenüber Corrali. Also Corrali geht noch, aber das ist, was mich von Arma weggetrieben hat. Das Alt-Downer muss die Diffs aufzumachen und das Öl zu wechseln, weil das Innenleben von den Arma-Diffs sehr schnell stirbt gegenüber sowas. Ich fahre in der Regel meine Hobaus ein Jahr lang, ohne zu zählen, wie lang, wie viel, bevor ich das Öl wechsle. Bei Arma musst du es wirklich regelmäßig öffnen, du musst die Scheims rausnehmen, die Unterlagscheiben fressen sich ab und das ganze Zeug. Das ist für mich der Pluspunkt. Corrali ist da ein bisschen besser. Bei Corrali ist eben schade, eben, dass die Wellen sich biegen, nicht mehr gerade kommen. Das hat Arma im Griff. Bei Arma sind auch die Antriebsnüsse und die Achsen, die sie nicht so schnell fressen. Und erstmal in der Regel die Achsen bevor die Ausgangs. Aber es passiert auch. Hobau hat die Wahl getroffen, dass die Pins sich schneller auffressen wie bei Mugen und da kannst du einfach nur die Wellen ersetzen. Bei Mugen kannst du die Pins nur schnell ersetzen, kannst du ihr auch, nimmst einfach die Mugen Pins und machst sie rein. Natürlich das Werkzeug für die Kettenpins rauszumachen, das geht gut. Ich mach's halt gern mit dem Hammer. Ich bin ein Morxer, so ist es nun. Erledigt, Pin ist drin, der alte ist rausgeflogen. Ich habe die Jetcos probiert. Sind schwer, man merkt es, mit 4S merkt man wirklich das Gewicht, mag ich nicht so. Sind sehr rutschig im Rasen, also driftet rum. Ist nicht, was ich mag. Ich habe sie aber gekauft für überall zu fahren, das heißt auch aus Asphalt. Also einfach als mehr ausdauernder Reifer. Der will ich auf dem Rallye-Auto probieren, bei nasse und kalte Fahrbahn. Ich will ihn auf dem Buggy probieren, auf der kalte, nasse Fahrbahn und auf dem Buggy. Wie gesagt, ein bisschen überall rumfahren, zwischen Asphalt, Grund, Sand. Wir haben ja so einen Spielplatz, wo ein bisschen alles vorhanden ist. Und wir wollen ja als Hobbyfahrer ausdauernde Reifen. Wir wollen nicht, das ist natürlich gut, aber die halten ja nicht ewig. Und wenn du mal auf dem Asphalt durchwühlst, sind sie auch vorbei. Gerade auch die, jetzt die Starpin von SP Racing, die sind Hammer. Ich liebe diesen Reifen. Ich kann sie nur empfehlen. Fahrst du im Rasen, kauf dir SP Racing Starpins. Das ist schön. Einfach schön. Ich habe sie viel lieber als die Prime Badlands, weil die Badlands härter sind. Gerade jetzt die neuen, die sind noch härter. Also wirklich, ich habe es nicht gern, wenn die Reifen so hart sind wie hier. Das ist einfach herrlich im Rasen. Also der fliegt ein bisschen Heck runter. Obwohl die Batterie nach vorne, also alles war nach vorne montiert. Du musst eine Shorty nehmen, wenn du die Nasen beim Springen runterbringen willst, alleine. Du kannst natürlich die Nase runternehmen beim Bremsen, aber dann wird der Sprung kürzer. Denk daran, Bremsen geht runter, kürzen, Gas geben kannst verlängern. Das heißt, wenn du ein Auto hast wie der hier, wo das Gewicht nach vorne ist, der so rausfliegt, kannst du 2-3 Mal gaseln, der Sprung wird länger, die Nase kommt hoch. Kannst aber auch natürlich schön wieder runterfällen lassen, wo du willst. Für die natürlich Pistenfahrer, die ja so fahren. Wir fahren ein bisschen brutaler, wir fahren so und dann flachen Boden. Das hat er alles ausgehalten, der natürlich auch, das wissen wir. Das Ding fahre ich seit 15 Jahren. Er ist mein vierter oder fünfter Hyperstar. Ich habe sie in der regelmäßig verkauft, weil ich Monster Truck Freak bin und je nachdem hast du nicht den richtigen Ort, ihn zu fahren. Das Gras ist zu hoch, die Piste ist zu grellig oder so. Aber jetzt habe ich ja wieder mal einen schönen Rasen, also habe ich ihn wieder gekauft. Das ist ja so.
Kabel sind aufgeraumt, nichts guckt raus. Ich mag's. Ich mag einfach die Baureihen. Ich bin verliebt, das mag ich, das ist so. Das bleibt so. Natürlich gab es einen Preisunterschied. Der kostet jetzt 3,50. Er ist es wert. Mit der neuen Frontachse, mit den neuen Aluminium an den Shock Towers, fehlt ihm hier die Abdeckung. Kommt natürlich von Arma. Ist klar. Wir haben Aluminium Turnbuckles. Das heißt, die ganzen Gegenwindstangen sind alles 70-75. Finde ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es ja trotzdem ein Anfänger-RTR-Auto ist, nicht gerade ein Competition-Buggy, weil der hieß, war damals der Competition-Buggy von Oberau. Ich bin jetzt mit dem Setup super zufrieden. Ich dachte wirklich nicht, dass ich das drin behalte. Ich wollte ja 6s reinpumpen. Ihr wisst, wie ich fahre. Gestört. Und bin aber super zufrieden damit. Aber ich frage mich jetzt, ob ich jetzt nicht will, das ganze leicht, super leicht Zeugs hier draufschrauben. Der kleine Motor, kleineren Regler, die aluminiumleichte Teile hier draufschrauben, um einen mega super Leichtung zu machen, wie der Techno SC leicht ist. Einfach, ich habe den Setup, also wie es eingebaut ist, lieber als beim Techno. Der Regler ist natürlich hier ein bisschen mehr nach oben, aber deswegen ist er nicht gerade am Motor mit der Hitze. Passt gut rein. Für mich spielt es keine Rolle. Das Auto kippt nicht, weil der Regler oben hockt. Gerade jetzt so ein kleiner 100 Gramm Regler, 80 Gramm wiegt der Regler hier oder sowas, oder 120, weiß nicht mehr genau. Also ja, der einfach super leicht bauen und der 6S 1800 kV mit Sensor hier einbauen und der 6S fahren wie eine Sau und der einfach ein bisschen nur wie ein Wildschwein. Werden wir sehen. Next Run von dem passiert auf dem Pumptrack, deswegen haben wir diese Reifen drauf. Dort eben will ich Reifen, die nicht schnell sterben. Und wir machen diese scheußliche K.O. drauf, also sieht scheußlich drauf. Aber das habe ich gemacht, weil so rum kill ich meine Shock Tower nicht auf dem Pumptrack. Der ist aus Asphalt, ich weiß, das wird böse. Und dort will ich eben alles geschützt haben und das geht dann natürlich schon viel besser so. Also für mich jetzt, du hast die Wahl, du hast Team Magic Roller von der alten Baureihe, zwar also einfach mit der alten Karo und Reifen, also auf dem Bild ist es so, vielleicht bekommst du jetzt schon die neue Karo, neue Reifen inzwischen, kostet um die 2,220. Der alte SS und VS hast du 220, 250. Lieber dann den SS, weil er die Alu-Pinhalter hat. Am VS geht die vordere Pinhalterung aus Kunststoff manchmal kaputt. Option kostet 25, 30 Euro. Kriegst eine billige chinesische Kopie davon. Die, das reicht. Kauf die. Dann ist der VS okay. Aber für die, die mit dem VS nicht zufrieden sind mit dem Wendekreis, was das ja meist, was die Leute nicht gern hatten auf dem VS, auf dem SS und SST, ist der Wendekreis. Für mich als Hobbyfahrer, als Becher, war es kein Problem. Herd aus Öl, wir driften gern, aber auf Piste ist es natürlich so, dass das ganze Driften Zeit verbraucht und Strom verbraucht. Und das können sie sich nicht leisten auf der Piste, wenn sie natürlich mit dem Chronograph fahren. Deswegen haben wir die Hyperstar Vorderachse drauf und dann ist das Ding, das wendet wie ein Team Esso. Auf sich selber. Ist super unterwegs. Ist wirklich schön. Wie gesagt, der Pistenfahrer will dann die Nasen runter haben, muss dann Shorty haben, um es fertig zu bringen mit der normalen Batterie. Also ich fahre jetzt, ich habe jetzt eine 670 Gramm Batterie gefahren, wie gesagt. Wenn du natürlich ein 4S mit 400 Gramm nimmst, ist es vielleicht, nee, ist ja nicht besser, ist ja leichter. Also ist es schlimmer. So, also muss eine Shorty haben, damit die Nase runterkommt. Coralli ist 400 Gramm easy schwerer. Schwerfälliger auch beim Fahren. Kannst aber relativ noch gut einstellen mit
Also die Einstellungen sind dran. Aber, also naja, zwar die neuen Koralle haben jetzt die Kunststoffteile dran, die nicht, du nicht mehr einstellen kannst. Du kannst die Dämpfer einstellen, aber nicht der Rest. Aber Koralle hat die schlechten Dämpfer. Die Kolben sind weich, die verbiegen sich. Du musst die Kolben wechseln bei Koralle. Hat aber super Elektronik dabei. Die Plastik sind manchmal, wenn es kalt wird, sehr schwach. Am Buggy geht es noch, aber bei den anderen ist das Problem. Die Wellen am Buggy auch, ist auch ein kleiner Problem, weil sie kürzer sind, aber bei den Größen kannst du sie biegen. Hobbytech geht das Kunststoff auch schneller kaputt. Antrieb ist ein bisschen schwächer, ist viel besser als früher. Achtung, ist besser geworden, aber ist noch nicht das. Du bekommst auch bei Hobbytech eine PVC-Karo, nicht Lexan, die stirbt. Werdet sehen auf dem Video, die ist zerschmettert. Wir hatten eine Hobbytech dabei. Hier haben wir, also die Lexan-Karo hat keinen Mucks gemacht. Die hat alles ausgehalten. Obwohl es, wie gesagt, eiskalt war. Armer, schwerfällig. Keine Einstellung von Stoßdämpferwinkel. Sturz und alles kannst du aber einstellen. Ist auch okay. Aber von, wenn du jetzt den T-Magic RTR nimmst, den Oberauf HS2 RTR, den Koralle, den Hobbytech, den Arma, wenn du mich fragst, was, welcher willst du, ist die Antwort Hobau. Er hat nicht der beste Motor. Das hat der Koralle. Du kannst aber eins einstellen. Haltet die Kälte aus und die heftige Sprünge. Der Arma natürlich auch. Und dann kommen eine Reihenfolge T-Magic, also Koralle T-Magic und Hobbytech. Preismäßig 530, glaube ich, den 6S. Arma ein bisschen teurer wegen TSM, AVC, Bimsbums. Wir wollen das Ding nichts. Hört auf Horizon Hobby mit das TSM und AVC und Telemetrie. Weg damit. Lasst uns in Ruhe. Und kommt wie den Preisen wieder runter. Koralle hat die schlimmste Funke von allen fünf. Aber das war's. Ist nur die Funke. Hobau und Arma haben die beste Kunststoffe als alle drei anderen. Der T-Magic war billig, war 340, 360, der 6S, jetzt ist er teuer geworden, aber ist immer noch billiger als den. Sind trotzdem fast, glaube ich, 100 Euro weniger, also 70 Euro weniger als der. Kannst alles auch einstellen, ist aber die uralte Baureihe. Natürlich ist auch die Optik wichtig. Ich kann verstehen, der B8ER, die neue Karo von dem B8 ist einfach wunderschön. Ist auch ein bisschen schwerer wie der Arma und der Koralle. Die drei sind die schwersten. Da bist du fast bei 4 Kilo mit 6S. Der Hobbytech ist, ja, ist auch fast bei dem. Also ist der auch noch der leichteste davon. Wegen dem bisschen besseren Aluminium, das sie gebraucht haben für Shock Towers. Chassisplatte und der Antrieb, auch das Stahl vom Antrieb ist ein bisschen besser hier und leichter. Ja. Es gibt überall Plus und Minus. Das ist mein Liebling. Ich habe ja alle anderen probiert. Und zum Fahren aus der Schachtel, außer natürlich das Stiefel, das habe ich ja bei jedem gemacht. Ich habe bei jedem das Stiefel so reingemacht, wie ich es wollte. Der ist für mich der angenehmste am Fahren, der flinkste in der Luft. Vielleicht, weil er ein bisschen leichter ist. Und er hat bei 0 Grad bewiesen, dass das Kunststoff 1A ist, was da drauf ist. Ich kaufe natürlich immer lieber die Roller. Wenn wir Servo vergleichen auf allen 5, hat die Magic den schlimmsten Servo, dann Hobbytech und dann Arma und Obao Koralle haben die besten. Den Koralle kannst du auf 7,4 Volt sogar umpusten, also der neue Arma jetzt auch. Regler hat Koralle der beste Regler. Danach kommt der Hobbytech, weil er der Quick Run hat, mit aber alle 11 Funktionen. Normalerweise.
Muss man kontrollieren jetzt. Also normalerweise sind die letzte Version mit allen Funktionen. Die kommen nur mit den 5 Funktionen. T-Magic auch nur 5. Und ja, doch, Arma hat jetzt auch soll. Wir haben jetzt halt die Spektrum-Elektronik drauf. Der Arma hat kann jetzt auch alles einstellen. Einfach Unterschied: Corali hat den Max und Arma hat den Quick Run. Es ist nicht den Max bei Arma, es ist der Quick Run. Deswegen hat er die andere Cut-off-Einstellung und hat den Timing. Motor hat Corali der beste. Das ist der einzige echte 1 zu 1 Hobbywing-Motor mit den besten Magneten und den besten Leim drin. Ich habe das Ding auf 105 Grad raufgebracht während der Fahrt. Das Ding hat nicht mal gestottert. Die Spektrum-Motoren und Corali und also Arma-Motoren und jetzt auch das Spektrum war bei 90 Grad. Fing es an, merkst du, dass irgendwie die Leistung runterkommt und dann die Probleme anfangen. Hobau auch, der Supers Hobby ist hier, also die billige Version, hat dasselbe. Hey, wir haben den Serpent vergessen. Wir haben den Serpent vergessen in den RTRs. Der Serpent ist bei den Servos auch am schlimmsten. Ist beim Regler wie T-Magic und alle anderen, die Hobbywing nur 5 Funktionen genommen haben. Einfach hat Serpent den ZDV-Regler genommen. Auf ja, halt. Bei Serpent hattest du den Hobbywing gedrosselt, da und wann den ZDV. Den ZDV hat den Sensor für die, die dann Sensor umbauen wollen am Motor, hat alle Funktionen einstellbar. Der ZDV hatte aber viel mehr Probleme bei Schmoren. So war es rum. Motor ist derselbe als bei Hobau. Halt im Truggy, im Buggy haben sie einen anderen Motor, der ist gut. Sehr wahrscheinlich als KRC Toro, wie der aussieht. Ist wirklich sehr, sehr ähnlich, wie der aussieht. Und auch vom Durchmesser und alles. Also Motor dacht gut, 68er nur, weil der Buggy kurz ist. Gewichtsverteilung auch sehr gut bei Serpents. Kunststoffe haben auch bewiesen, dass sie sehr gut sind. Und der Preis liegt ja auch nicht so schlecht. Also müssen wir alles wieder anfangen. Auf jeden Fall war vor dem VS2 bei mir der Serpent vorne. Er hat auch die beste Qualität Antrieb. Jetzt noch gegenüber VS2 ist der Antrieb vom SRX8 Competition. Also der beste Antrieb ist bei Serpent, aber die Shock Tower sind weicher als der VS2. Also bevor der VS2 war für mich der Serpent vorne. Und jetzt ist der vorne nur aber als Roller. Als RTR bleibt Serpent davor. Jetzt hast du die Wahl der Qual. Das heißt, du kannst alle 6 oder 5 kaufen, weil sie dir ja nur gefallen. Du wirst zufrieden sein. Du musst einfach wissen, dass von der Qualität her, je nachdem wie du fährst, auf Piste natürlich, aus rutschige Piste haben die meisten kein Problem mit was Nüsseverschleiß ist und Antriebswelle Pin, auch auf dem schwersten, also das heißt auf den Hobitec und Corali, gerade mit der Buggy, weil die Buggys leicht sind, kleine Reifen haben, schneller durchspülen, geht das gut. Also sind die 5 auf eine Reihe und dann musst du auswählen, welcher dich am besten gefällt. Wenn du einfachsten Details bekommst und je nachdem, was du für Ansprüche hast an Einstellungen, muss ich sagen, für Arma das schlimmste Punkt, die Einstellungen, weil die am wenigsten haben. Die haben es nicht vorgesehen, ist einfach nur ein Plauschauto. Also wenn du Piste fährst und tunen willst, musst du dort andere, also umbauen. Natürlich gibt es die TLR-Version, aber die ist ja aus dem Preis. Der Roller hier 350, der TLR Arma bei 430 oder sowas, also teurer, hat aber Diffs, die du regelmäßig öffnen musst. Und es ist auch immer noch schwerer als der. Ich verstehe den Arma TLR nicht. Für mich hat das keinen Sinn. Dann mache ich lieber 100 Euro mehr und nehme ich gerade sofort ein S-Works Competition Auto, wo die Diffs und das ganze Zeug hält. Weil wenn du jede 10 Fahrten die Diffs ausschrauben musst und jedes Mal das Öl ersetzen musst, ist für einen Plauschfahrer schnell langweilig, weil das entspricht für mich jedes Wochenende. Ganz einfach. Tschüss Jungs, macht's gut.